Karna, Pidanasana, die Stellung mit gedrückten Ohren. Karna heißt Ohr, Pidana heißt das Drücken. Karna Pidanasana ist eine andere Bezeichnung für den Pflug mit gebeugten Knien. Moritz zeigt, wie es geht. Von der Rückenlage ausgehend hebst du die Beine, kommst du erst zum Schulterstand und von hier weiter zum Pflug. Die Zehen gibst du dann erstmal auf den Boden, dann beugst du die Knie und gibst die Knie rechts und links neben den Ohren auf dem Boden. Du kannst aber entweder die Hände am Rücken lassen oder du kannst die Arme ausstrecken hinter dem Rücken und entweder die Handflächen am Boden oder die Hände gefaltet. Dies ist also eine Variation von Halasana, dem Pflug, manchmal auch bezeichnet als Janu-Vakra Halasana, der Pflug mit gebeugten Knien. Diese Stellung entwickelt die Flexibilität in dem Halsgelenk, also in der Halswirbelsäule, in den Hüftgelenken sehr stark und auch die Schulterngelenke werden gedehnt. Eine schöne Stellung, um nach innen zu gehen. Karna Pidanasana gehört zu den eher meditativen Stellungen im Sinne von, dass du sehr stark zur Ruhe kommst. Mit dieser Stellung kannst du auch Pratyahara kultivieren, also die Sinne und die Energie des Geistes nach innen bringen. Wenn du so eine Minute verharrst, hast du einen tiefen Zustand von Gemütsruhe und Gelassenheit.